Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem kleinen Infovideo und zwar Info Nummer 1000 ist es am Stürmen. Das heißt, ihr könntet im Hintergrund Donner hören, Blitz hören, Regen hören, irgendwas anderes hören, was ihr nicht hören sollt. Ja, das kann vielleicht jetzt passieren. Tut mir leid. Und zwar an alle, die Skate 3 Folge 51 geguckt haben, die wissen das nämlich schon, ihr wisst es. Nee, noch nicht. Vielleicht wissen das ein paar überhaupt noch nicht. Und zwar nehme ich auch, ich habe den Namen vergessen. Wunschprojekte, genau. Das heißt, ja, danke Donner. Das heißt, ihr dürft mir ein Projekt schicken, was ihr gerne von mir sehen wollt, und ich werde das dann auch tun. Ich werde zu keinem Projekt sagen, nein. Egal, wenn es Barbie im Traumland ist. Ich mach das. Ich gebe euch meine Hand drauf. Und ja, und zwar für folgende Konsolen stand das bis jetzt immer bereit: für PS3, PS2, PS1 könnt ihr mir zwar schicken, werde ich aber vielleicht jetzt noch nicht machen können, weil ich die Mittel dazu noch nicht habe. PS3 auf jeden Fall. Die Wii dürft ihr mir auch gerne Sachen schicken. Einen, ja, voll der Blitz, Game Boy Color oder einfach nur Game Boy. Donner, jetzt. Oh, egal. Egal. Und zwar jetzt, was ich ganz neu habe, ist ein DS-Emulator. Das heißt, ihr dürft mir jetzt auch DS-Spiele schicken. Wenn ihr was weiß ich, Pokémon, Ranger, Bloody Platinum oder. Keine Ahnung, was gibt's denn am DS alles so? Kingdom Hearts 258, eine Half-Day wird kommen. Aber da werde ich erstmal die ersten Teile spielen. Wird auf jeden Fall ziemlich geil werden. Also, ihr dürft mir DS-Projekte jetzt schicken. Vielleicht fragen sich auch Leute, warum ich gestern, also beziehungsweise heute ist euer gestern. Ja, klingt komisch, ist aber so. Keine Batman-Folge kam. Vielleicht wollen auch die Leute überhaupt gar keine Batman-Folge, ist mir eigentlich egal. Und zwar liegt es daran, dass, als ich den DS-Emulator gedownloadet habe, habe ich noch irgendein anderes Programm gedownloadet, was irgendwie meinen Computer total verbuggt hat. Ich habe es zwar runtergeworfen, allerdings ist irgendein Virus immer noch auf meinem Computer. Und der hat irgendwelche Macken, Probleme, beides. Der hängt immer und keine Ahnung, ich muss mal gucken, wie ich es bereinigen kann. Ich habe zwar alles runtergeworfen, ich habe sogar mehr runtergeworfen, als ich wollte. Alle Sachen, die mir jetzt unwichtig waren, habe ich jetzt auch runtergeworfen und mal gucken, ob es jetzt was gebracht hat. Ich habe schon fleißig DS-Emulator gespielt. Pokémon Platinum und Pokémon Ranger. Drei sogar, glaube ich. Oder es ist ein Hack. Auf jeden Fall kenne ich den Pokémon Ranger Teil noch nicht, auch wenn ich schon alle beiden ersten gespielt habe. Ja, das war's eigentlich nur. Also wie gesagt, ihr dürft eure Wunschprojekte schreiben, wie ihr wollt. Denn ich werde es nämlich so machen. Wenn jetzt ein Projekt fertig ist, wird Final Fantasy 13 kommen. Wenn dann ein Projekt fertig ist, werde ich entweder ein Wunschprojekt nehmen oder ich lege Wunschprojekte und alle Projekte, die ich noch machen will, auf einen Haufen und lose aus. Ich habe schon ein paar Wunschprojekte bekommen, auch für den DS. Die werde ich alle zusammen dann mischen und dann auslosen. Dann wird es halt entweder ein Wunschprojekt, worüber ihr euch freuen könnt, oder ein Projekt, was ich abschließen will, worüber ich mich auch freuen kann. Also schreibt mir eure Wunschprojekte, wenn ihr Bock drauf habt, wenn nicht, dann halt nicht, nee. Vielleicht bekommt ihr irgendwie später mal ein Wunschprojekt. Ja, ich hoffe, es hat euch irgendwie überhaupt was genützt, dass ihr mir jetzt DS-Spiele schicken dürft, wenn ihr irgendeins gut findet. Ja, wenn nicht, dann lasst es halt sein, ist mir egal. Wenn ja, dann schickt sie mir. Ich sage bis dahin dann mal tschüss.